Herr Viktor Meierhofer, Sie waren bisher oder sind nach wie vor Musikschuldirektor bis Ende des Jahres. Was waren denn Ihre Hauptfachinstrumente, beziehungsweise seit wann haben Sie die Musikschule hier geleitet und seit wann sind Sie überhaupt in St. Pölten tätig? In St. Pölten bin ich tätig seit dem Jahre 1975 in der Musikschule. 1979 habe ich die Leitung bekommen, also jetzt 35 Jahre. Mein Hauptinstrument, wo ich die Diplomprüfung gemacht habe, ist Klarinette. Nebenfach war natürlich Klavier, ich habe auch Cello spielen können und einige andere Instrumente, die irgendwo seelenverwandt sind mit diesen Hauptinstrumenten. Wie viele Schüler hatten Sie am Schluss jetzt? Ich habe zum Schluss nicht mehr unterrichten müssen. Wie ich aber hier angefangen habe, die Leitung ja auch über die Nacht bekommen, habe ich eine Klasse gehabt mit 17 Schülern. Die habe ich dann natürlich weiter unterrichtet. Ich habe zum Schluss immer einige Schüler noch gehabt. Aber ich meine, als Sie die Schule übernommen hatten als Direktor? Ja, haben wir ungefähr so gesamt an die 1200 Schüler gehabt. Da waren aber die Kindersingschule noch dabei. Okay. Jetzt haben wir 1400 ohne Kindersingschule, ja, die ist ja von uns dann weggegangen. Das sind reine Instrumentalschüler und ungefähr 150 Ballettschüler. Okay. Und was hat sich in dieser Zeit Ihrer Tätigkeit hier geändert? Ja, man muss das vergleichen, es hat sich einfach sehr viel geändert. Die Didaktik wurde anders. Es ist ein Gruppenunterricht, das hat es ja früher nicht gegeben worden, der starre Einzelunterricht. Es ist auch so, dass ich früher, wo mein Kind gesagt hat, man versucht so schnell wie möglich, dass der ein Instrument erlernt und was spielen kann, ohne dass man vielleicht auf irgendeine Theorie oder auf andere Möglichkeiten oder auf Rhythmus und Singen eingeht, da hat sich das schon sehr, sehr gewandelt jetzt. Und ich meine, das bleibt nicht stehen, auch von rein von der Literatur, oder denken Sie nur an die kindergerechten Instrumente, die es jetzt gibt. Ein Sechsjähriger kann Fagott lernen. Früher hat man gesagt, du musst bis 12 Jahre, bis du mal dieses große Instrument übernehmen kannst. Also, und jetzt geht es einfach, es gibt kindergerechte Instrumente von jedem Holzblasinstrument, auch bei der Violine. Sie fangen mit einer Achtelvioline an, Viertel, und da stellen wir natürlich alles in der Schule als Leihinstrumente zur Verfügung. Hat sich das Niveau in der Zeit Ihrer Tätigkeit geändert? Das ist schwer. Vielleicht die breite Masse ist natürlich besser geworden. Ja? Auch die Lehrer sind ja dann auch besser geworden. Aber wir haben in der Zeit, wie ich angefangen habe, haben wir doch, glaube ich, 5 oder 6 Berufsmusiker in Wien, Philharmoniker, Symphoniker. Gute Schüler gibt es immer. Ich glaube, das hat jetzt temporär weniger zu tun. Aber es sind viel weniger Schüler, die sich total der Musik verschreiben. Es ist nicht mehr so, dass einer noch rausgeht und übt jetzt 3 Stunden, weil er vielleicht damit die Möglichkeit sucht, als Mittelschulprofessor für Musik geprüft oder eventuell sogar als Musiklehrer oder als Berufsmusiker, was natürlich wahnsinnig schwer ist derzeit, einem Schüler zu raten, also Berufsmusiker werden, weil wir hier den Überhang von Migranten in Österreich haben. Das heißt, da kommen schon ausgebildete Leute nach Österreich und werden weiter ausgebildet auf der Hochschule. Ausgebildet, weil wir bei den Streichern Migranten ich glaube, das dürfte 86% oder 87% im Streichersektor sein. Das andere ist nur mehr Österreich. Und da müssen sie dann natürlich beim Probespiel bestehen. Und zur richtigen Zeit, am selben Tag, müssen sie in Hochform sein und müssen einfach alle im Grunde gut sein. Ist das vielleicht auch eine Herausforderung, das Niveau besser zu verbessern? Ja, das versuchen wir immer wieder. Auch die Hochschulen sind, oder jetzt die Universitäten, sind natürlich immer bestrebt, das Niveau extrem zu steigern. Nur muss man aufpassen, dass der Schuss nicht nach hinten geht, weil wir haben doch jetzt eine Dunkelziffer in Niederösterreich von ungefähr 400 arbeitslosen Musiklehrern. Arbeitslos ist vielleicht dann übertrieben, aber die noch nie einen Job gehabt haben. Arbeitslos ist man, wenn ich schon einen Job gehabt habe. Aber das ist schon sehr viel. Das sind aber jetzt Musiklehrer und keine Musiklehrer, nein. Musiker. Musiker gibt es genug. Es gibt auch diese österreichischen Wettbewerbe, Primaler Musiker, Bundeswettbewerbssieger. Die sind die Besten von Österreich und werden dann auf der Hochschule zur Auslandsprüfung nicht genommen. Das ist natürlich traurig. Was kann man hier ändern? Sehr schwer. Ich bin ja auch im Bundesfachbeirat Musik der Jugend, der Vertreter Niederösterreichs, und das ist die übergeordnete Stelle ist der Bundesfachbeirat. Hier sind wir im engsten Kontakt mit natürlich, ich sage jetzt mal, Bundesministerium oder Familienministerium. Man versucht hier jetzt eine Lösung zu finden, dass man vielleicht Begabtenförderung noch mehr herausstellt. Aber man kann keinen Professor, keinen Universitätsprofessor vorschreiben, wenn er nimmt. Das ist das große Problem. Nein, man könnte vielleicht Quoten einführen. Ja, da sträuben sie sich alle. Das ist bis jetzt einfach, irgendwie sagen wir, das ist eine künstlerische Einschränkung, verstehe ich auch, warum man dann wirklich einen schlechteren nehmen soll und schlechter. Das ist alles unter Anführungszeichen, bitte. Das ist alles relativ. Ja. Weil die sind alle hervorragend. Ja. Aber natürlich, die sind schon ziemlich fertig. Ausgebildet, man tut sich wesentlich leichter, man macht ein bisschen Interpretation, man lernt aus Wien und das ist so. Und dann vielleicht gibt es ab und zu eine Privatstunde und
Und der Professor kann sich auch mit Talenten dann schmücken, ja, kommt er dazu. Nicht? Und kriegt gleichzeitig auch den Auftrag, vielleicht in deren Mutterland zu unterrichten, Kurse zu machen. Und das kann man natürlich in Österreich nicht anbieten. Naja, sehr interessant. Und wo sind denn die Stärken und Schwächen des Systems in Niederösterreich, was die Musikschulen oder das Musikwesen betrifft? In Niederösterreich gibt es derzeit, seitdem das Musikschulmanagement seit dem Jahr 2000 jetzt am Werk ist, glaube ich, geht es nur aufwärts. Es ist ja so, dass der Obmann des Musikschulbeirates, der Landeshauptmann Stellvertreter Sobotka, ist selber ein Musiker, mit dem er jahrelang früher, bevor er in die Politik gegangen ist, als Kollege zusammengearbeitet hat. Den ist das wirklich ein Anliegen, das muss man sagen. Und hier wird wirklich bestmöglichst gefördert. Man versucht, Wettbewerbssieger in die Nachbetreuung zu schicken, das heißt, man bietet ihnen Konzerte an, man versucht sie irgendwelche zu Kursen zu schicken, Schulungen zu machen, und ich glaube, da ist man schon sehr, sehr bemüht. Nachteil sehe ich momentan nicht, wir haben halt sehr viele Musikschulen, wir haben auch seit dem Jahr 2000, jede Gemeinde ist ja verpflichtet, Musiklehrer anzustellen, nur mehr geprüfte Musikschullehrer, folglich, wie es so eingangs gesagt hat, talentierte Schüler gibt es überall, ob der in Scheibs ist oder in St. Pölten oder in der buckligen Welt, die Schüler sind alle gleich. Es bedarf halt nur, wie man sie fördert, wie kann ich ihr Talent einfach an den Tag bringen. Mhm. Vor einiger Zeit gab es auch die Diskussion über die Arbeitszeiten der Musikschullehrer. Ja. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht optimiert? Das ist momentan, sagen wir mal, es ist jetzt eine Badstellung. Wir haben ja damals schon 27 Stunden, 50 Minuten. Es gibt aber sehr viele Schulen schon, die sich an die 50 Minuten nicht mehr halten, mit bieten 40 Minuten an, 30 Minuten, aber der Lehrer hat 27 Stunden, 50 zu halten. Solange sie da, glaube ich, jetzt im Bund nichts tut, wird man den Musiklehrern nicht noch höher die Lehrverpflichtung ansetzen, weil wir ja eh schon im Vorderfeld in Österreich sind mit 27 Monatswochenstunden. Ich verstehe. Gibt es eigentlich Wartelisten in St. Pölten? Ja, gibt es. Und gibt zwar es. Wie viele? Ja. Naja, das ist nicht so extrem. Wir haben natürlich in Gitarre, Sie müssen sich vorstellen, wir haben 190 Gitarrschüler, und da gibt es natürlich schon Wartelisten, ich sage mal im September meistens von 20 bis 25. Zu Weihnachten schaut das schon anders aus, manche hören auf dann. Wir haben eine leichte Warteliste im Klavier. Und ein bisschen in Blockflöte noch. Mhm. Aber das ist harmlos, wenn Sie sagen, ich vergleiche jetzt das einmal mit Städte, umliegenden Städte Wien, Klosterneuburg, Berchtesgadensdorf, die haben Wartelisten bis zu 100. Und die Eltern müssen sich auch gedulden dort. Mhm. Was würden Sie Ihrem Nachfolger Kellner raten hier? Was muss angehen? Oder? Ja, angehen. Jeder neue Leiter hat neue Ideen. Die Schule, sage ich mal, von der Struktur her, ich glaube, ist in Ordnung. Aber man gibt viele Sachen. Ich glaube, man kann die Kooperation mit Volksschulen kann man wesentlich verbessern. Und auch mit anderen Schulen. Also es ist nicht so, dass wir nur mit Volksschulen, wir haben eine Kooperation derzeit mit zwei Volksschulen, auch mit dem Bundesoberstufengymnasium für Leistungssport im Ballettsektor. Da gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, man kann überall ansetzen. Man muss halt ein bisschen visionär sein, und vor allem man braucht auch die dementsprechenden finanziellen Mittel, um das umzusetzen. Sind die in St. Pölten vorhanden? Bis jetzt war es immer so. Sie schauen, wir sitzen auf einem Steinweg, ich habe das gesagt. Ja. Es hat früher noch kein Klavier, glaube ich, in Niederösterreich, dass eine Musikschule das besitzen. Wir haben, wenn Sie raufgehen, wir haben drüben zwei Bösendorfer Konzertflügel stehen. Wir haben oben die besten Klaviere, also von Yamaha und was es gibt. Also so sind wir, glaube ich, ganz gut bestückt. Was werden Sie in Ihrer Pension machen? In meiner Pension wäre ich weiter. Also ich gehe als Musikpädagoge in Pension, wenn man das noch sagen kann, Musikpädagoge als Leiter, weil man ist ja dann wirklich auch, ich sage mal, zur Arbeit, zur organisatorischen Arbeit verpflichtet. Nicht? Man kann sich nicht vorstellen, man muss sich das wirklich von der Zeit absparen, dass man sagt, ja, jetzt spiele ich eine Stunde Klarinette, ich übe. Weil es wird die Leute ständig das Telefon, das muss man hören, aber ich werde das machen. Ich möchte auf jeden Fall Klarinette weiterspielen. Ich werde dann die Opern besuchen. Vielleicht vermehrt jetzt, wo ich in letzter Zeit nicht können habe. Ich werde mit meinen Kollegen ein bisschen Kammermusik noch spielen. Wir haben ein paar Konzerte schon ausgemacht. Also so gesehen, glaube ich, wird mir nicht sicher nicht fad. Mhm.